guten Morgen zusammen. Darf ich ganz herzlich hier in Lörsheim-Dalsheim zu unserer Wanderung, Beckenbauer Wanderung, begrüßen von Seiten des Kultur- und Verkehrsvereins Bockenheim. Fleckenmauer. Einzig erhaltene mittelalterliche Ortsbefestigung in Rheinhessen. Was ist eine Fleckenmauer? Und warum heißt sie so? Dies sind oft die ersten Gedanken, wenn man die Bezeichnung hört. Betrachtet man unsere Mauer näher, könnte man schon denken, dass die vielen verschiedenen Schattierungen der Kalksteine, die auch Feldsteine genannt werden, den Namen gegeben haben. Aber richtig ist, dass um den Flecken Dagolfesheim, so wurde Dalsheim früher genannt, eine Ortsbefestigung errichtet wurde. Einen Flecken bezeichnete ein Dorf, das einen besonderen Status innehatte. Es war meist ein ländlicher Mittelpunktort mit Marktrecht und nahm für das Umland eine zentralörtliche Funktion wahr. Das Baurecht für unsere Fleckenmauer erhielten wir 1395 von dem Pfalzgrafen Ruprecht II. Zuvor hatte sich die Kurpfalz schon größere Besitzungen unseres Ortes einverleibt. Friedrich Graf zu Leiningen übergab dann noch seinen Anteil von Dalsheim an den Pfalzgrafen und besiegelte mit ihm einen Vertrag, den Burgfrieden. Gleichzeitig erhielt er Dagolfesheim zu einem Viertel als Lehen zurück. Ab jetzt waren wir kurpfälzisch und standen unter dem Schutz von Ruprecht II. Und seinem Nachfolger. Um die Ummauerung zu finanzieren, wurden die hiesigen, begüterten Burgmannen von der Steuer befreit und mussten sich später auch noch um die Instandhaltung kümmern und für die Besatzung sorgen. Nach neuesten Erkenntnissen muss das Bauwerk zwischen 1470 und 1490 als einheitlicher Neubau fertig gewesen sein. Die Befestigung ist ca. 1100 Meter lang und ist mit unbehauenen Kalksteinen gemauert worden. An der höchsten Stelle steigt sie bis ca. 10 Meter an. Der Wehrgang wird von den Arkaden getragen, die die Mauer stützen. Alle 7 Türme sind noch erhalten. Die 2 Tore, das Ober- und das Untertor, wurden um 1840 niedergelegt und somit war die Wehrfunktion der Fleckenmauer erloschen. Der Wall, der um die Mauer lag, wurde eingeebnet und der Haag, bestehend aus Ulmen, gefällt. Zum Schutz der Bürger vor den herabfallenden Steinen wurde die Mauer in den 1980er Jahren in 6 Bauabschnitten restauriert, damit die Fleckenmauer auch noch in den nächsten 500 Jahren zu bestaunen ist.